Und wir sind wieder zurück in der Höhle. Wir schleichen uns jetzt weiter zu erkunden, was es denn hier noch so alles so auf sich hat. Mit diesem, mit Haiwa, seinem Neffen oder Onkel oder so. Ich weiß nicht mehr, wie rum das jetzt gewesen ist und was die hier vorhaben und warum da unten so ein Blinder sitzt. Himmelsrand für Entdecker, das ist doch geil. Karte aktualisiert, das ist doch super. Achso, nee, das können wir gleich mitnehmen. Karte aktualisiert nochmal. Die Hoffnung der Redoran. Naja, passt schon. Karte aktualisiert. Da muss ich gleich erstmal gucken, was ich hier... Nochmal ein Mädchenkleid. Aber ich kann das doch gar nicht anziehen. Ach, neue Stufe haben wir auch noch. Ich werde wahnsinnig... Magiker, weil dann können wir endlich Dingens wirken. Taschendiebstahl? Nein. Schloss knacken? Schleichen? Nein. Miedekunst. Dafür brauche ich Stufe 60. Oh Gott, und ich bin der Stufe 16. Eieieiei. Gut, Verzauberung. Können wir wirkungsvoller machen? Und was haben wir hier? Seelensteine enthalten zusätzliche Magika zum Aufladen. Na, nee. Frostverzauberer, Feuerverzauberer. Ja, da mache ich nochmal 40% wirkungsvoller. Für, ja, machen wir gleich noch. Oder später, wenn wir wieder mal zurück sind. Irgendwann mal. Psst. Da ist ein Lappen. Und ein Verstärker. Nee, Alchemielabor bringt mir jetzt auch nichts. Verdammt, wie tief geht das hier noch rein? Bebänderter Eisenschild, Eisenstiefel, Stahlhornhelm. Ich bin ein Stahlhornhelm. Ein beschädigtes Buch. Was ist das denn schon wieder? Alembic. Ich nehme das jetzt erstmal mit. Ich weiß nicht, was das ist. Kann ich damit irgendwas machen? Du kannst diesen Gegenstand nicht aussehen. Ich weiß nicht, was ich damit kann. Boah, fette Laute. Das ist eine Bassgitarre. Das wird funktionieren? Natürlich nicht. Hunde kann ich ausbilden, aber einen halb verhungerten Wolf? Keine Chance. Gut. Wenn wir Glück haben, zerfetzt es uns die Kehle nicht. Okay, die versuchen anscheinend, ein Dingens abzurichten. Ach, ich mag diesen Raserei-Zauber. Aua. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Was? Raserei ist der Hammer. Lassen wir die Spielchen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen. Verdammt! Hätte ich in 1000 Jahren ja nicht erwartet, dass mir das, dass das so cool ist, dass das so Bock macht. Lalalala. Kriege ich dafür eigentlich überhaupt Erfahrungspunkte? Oh, ein Banditengesetzloser ist da oben noch. Nein. Schleichen verbessert auf 48. Nein! Geduld. Dann haben wir Zeit für Flammen. Na los, komm doch. Komm doch, du Feigling. Aus eurem ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Na, im Moment klappt's ganz gut. Da seid ihr ja. Bre.
renne! Okay. Das hat auch gut funktioniert. Also der ganze Schwung an Banditen ist jetzt auch schon hinüber. Oh. Das ist ja gar kein Skiver. Au. Bleib ruhig liegen. Der schläft nur, meine lieben Kinder. Ein Bandit, der ist lustig. Ein Bandit, der ist schön. Langbung, oh, immer dieses ganze Plündern. Und vor allem, ich weiß immer noch nicht, was uns hier erwartet. Also, hoppala, ich glaube, ich habe einen Korb mitgenommen. Ich habe immer noch keine Ahnung, auf was das hier hinausläuft. Also, was wir hier finden werden. Einen billigen Heiltrank. Koboldschemel. Ja, kann ich auch nicht drücken. Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon einen ganzen Arsch voll Pilze. Und ich hoffe, ich kriege dafür überhaupt dann noch irgendwie Erfahrung und so, wenn die sich die ganze Zeit gegenseitig töten. Kann ich davon... Jetzt finde ich bestimmt auch keine einzige Erzader mehr. Jetzt, wo ich endlich eine Spitzhacke habe. Ich laufe auch nicht zurück, die anderen jetzt zu suchen. Das kannst du ja keinem anbieten. So, da haben wir noch einen Rasereitrank. Hm. Ja, Raserei war ja noch so diese Grundfertigkeit vom Ork. Die war ja auch ziemlich geil. Und ja, ich weiß, die habe ich viel zu selten benutzt, als ich mal Ork war. Schnellspeicher? Achso. Natürlich. Wer hat denn hier schnell gespeichert? Huch. Wer speichert denn hier die ganze Zeit? Jawohl. Endlich kann ich auch schürfen. Jawohl. Das erste Mal, dass Razava Erz schürft. Was ein erhebender Moment. Ich krieg ganz feuchte Augen. Super. Dann nehmen wir uns noch eine blutende Krone mit und einen roten Wülstling. So, und jetzt muss aber mal Schluss sein. Jetzt muss aber auch so langsam mal was kommen hier. Es muss was passieren. Und ich glaube, es wird auch was passieren. Aber ich habe keine Ahnung was. Wir haben auf jeden Fall richtig viele Pilze gesammelt. Zum... Uah. Mike was soul trapped once. Not very pleasant. You should think about that once in a while. Ja... Was das so für einer ist hier? Mhm. Ah, guck da. Ja, Seelenstein. Schön, schön, schön. Kleiner Seelenstein. Ja, da ist bestimmt eine Seele drin. Ich sehe es genau. War ein Hund. Und der Hund hatte schwarzes Fell und hat drei Katzen gefressen. Deswegen ist die Seele kleiner. So, jetzt mache ich sofort ein bisschen heller hier. Ist ja schon wieder tiefdunkle Nacht. Was? Wer bist du denn? Nacht 3. Beginnt der Ort zu stehen und sagt dem Elf, leb wohl. Ja, niemand konnte sagen, es war nicht zu erraten, dass einer musste sterben. Also der kann genauso gut singen wie ich, also gar nicht. Kann ich jetzt mit ihm sprechen, weil der einen eigenen Namen hat, oder nicht? Ich versuche mal mit dem zu quatschen.
Ihr habt euch okay, nein, ich kann nicht mit dem quatschen. Ah! Heiber Eisenhand. Aua. Das war schon alles? Nö, ich kann noch mehr. Doch. Hat der sich echt weggeduckt? Ich werd bescheuert. Leichte Rüstung haben wir auch verbessert. Super. Aua. Au. Scheiße. Wow. Nein. Du kannst mich. Ohne dass wir irgendeinen Vorteil genutzt haben. Haiwar Eisenhand. Ich habe keine. Ach, guck mal. Haiwar Eisenhand hat Eisenhände fallen lassen. Beidhändige Angriffe verursachen. Ach, leck mich doch. Wer kann denn sowas gebrauchen? Haiwars Tagebuch. Orkische Streitaxt. Pfeile, Pfeile, Stahlrüstung. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Ich hätte vielleicht Lydia mitnehmen können. Stahl, Zweihänder der Himmelsschmiede. So cool ich da auch vor allem am Anfang dachte, wie cool so ein Stahl, Zweihänder der Himmelsschmiede und sowas ist. Ist bestimmt so ein Nonplusultra-Teil und so, aber das ist ja der totale Mist. Das bringt ja gar nichts. Edelstein, Gold, Pelzchen, Silber, Granate, Stab der Funken. So, dann wollen wir mal eben gucken, was denn in Haiwars Tagebuch steht. In den letzten Wochen haben wir gute Beute gemacht, wahrscheinlich wegen des Krieges. Jede Menge Händler und Feiglinge, die nach einem Unterschlupf suchen, wo sie sich zusammenkauern und vor dem Kämpfen verstecken können. Ich habe den Männern gesagt, sie sollten diese armen Seelen ein wenig von ihrer Last nehmen, indem sie sie um alles Gold erleichtern, das sie bei sich tragen. Die Zahl der Wachen, die auf den Straßen patrouillieren, wurde stark erhöht. Wir können kaum einen Fuß nach draußen setzen. Es müssen sich Reisende beim Jarl beschwert haben. Die Wache ist offenbar noch nicht bereit, gegen uns vorzugehen, aber der Druck macht den Männern zu schaffen. Ich lasse jetzt Ragier mit Ulfs Wache halten. Das bringt die Rufe nach Sicherheit hoffentlich zum Schweigen. Verdammt sei dieser Balgruf. Eine Meuterei. Unter meinen Männern. Ich kann es kaum fassen. Den Göttern sei Dank, dass Ulfr rechtzeitig davon gehört hat. Er mag blind sein, aber taub ist er nicht. Ich habe Anjor eigenhändig getötet. Ein paar andere versuchten zu fliehen, aber die haben wir schnell erwischt. Nur Aisa und Ragier konnten entkommen. Und um die ist es nicht schade. Es gibt Gerüchte über einen Drachenangriff auf Helgen. Ein Drache? Wohl kaum. Wahrscheinlicher ist, dass irgendein Idiot, den die Angst vor dem Krieg um den Verstand gebracht hat, sich diese Geschichte ausgedacht hat. Auf jeden Fall wurden die Wachen anscheinend in die Stadt zurückgerufen, so dass wir wieder zu ein paar anständigen Raubzügen gekommen sind. Einer der Händler hatte eine seltsame Fracht. Ein Bündel Felle und Tiere, darunter einen Wolf. Ich habe die Männer die anderen Tiere braten lassen, aber den Wolf habe ich verschont. Es wäre praktisch, einen Wachhund wie ihn zu haben, wenn wir ihn nur ein wenig trainieren könnten. Irgendwie habe ich mir Informativeres vorgestellt. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Und vor allem sind wir hier auch nicht auf dem Gipfel und wie kommen wir hier wieder raus? Ich vermute so nicht. Welche Richtung muss ich denn? Na toll. Weitergebracht hat mich das jetzt auch nicht. Mist. Naja gut, vielleicht ist es ja für eine spätere Quest nochmal wichtig oder vonnöten, dass wir diesen Typen hier besiegen, finden, was auch immer. Aber im Moment hat uns das leider noch nicht ganz viel gebracht. Das tut mir leid. Haben wir jetzt die Zeit verschwendet. Aber es klang interessant, das müsste zugehen. Uah, hab ich mich gerade erschrocken. Diese verdammte Nachtsicht.
Vielleicht können wir nochmal mit dem Blinden sprechen. So, da war der Wolf. Da hinten war er eingesperrt. Ein Haufen toter Banditen. Was? Der Kuchen? Ach nee, den hatten wir schon. Und den ganzen Weg wieder zurück. Schalalala. Du. Ups. Du. Ulfro. Viel Glück da draußen. Dankeschön. Wenn du mir sonst nichts zu sagen hast, dann gehe ich halt einfach wieder. Und diese Karte von Skyrim ist falsch rum. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber sie ist falsch rum. Sie ist auf dem Kopf und falsch rum. Wehe dem sorglosen Entdecker, der sich in die Tiefen der alten Nordgräbmäler wagt und die dort hausenden Droger stört. Ja, in der Regel sind das ja nämlich auch immer diese Plätze, wo diese Drachenorte sind, also wo diese Drachengräber, genau, das sind Drachengräber. So. So, dann gucken wir mal eben aufs Mäppchen. Dann geht's nämlich da lang. Tippel, trippel, trappel. Ich mach noch mal eben Licht an hier. So. Ja, jetzt sind wir hier hochgegangen. Hat leider nicht so viel gebracht, wie ich mir das erhofft habe. Aber man kann leider nicht alles haben. Hallo, Traveler. Habt ihr denn nicht schon Feierabend, sag mal? Katze? Nein, das ist... Da liegt meine Maus. Das ist kein guter Punkt, dich hinzusetzen. Wirklich nicht. Vertrau mir. Aber mein Daumen wird jetzt schön warm gehalten. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Ja gut, nach Flusswald kann ich auf jeden Fall schon mal schnell reisen. Helgen war ich noch nicht. Dann machen wir jetzt erstmal eine Schnellreise nach Flusswald und dann laufen wir von da weiter. Mike can travel fast across the land. Some lazy types take carriages. It is all the same to Mike. Mike's a liar. Zu der Katze. Arka ist der Gott von irgendwelchen Leuten. Aber nicht meiner. So, welche Richtung muss ich denn jetzt? Nach da. Da die Richtung. Okay. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Muss ich jetzt schon wieder beenden. Hier. Könnte man sich hinsetzen? So. Ich verabschiede mich dann hier am Lagerfeuer. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.